Hallo, ich bin Numsi und heute beschäftigen wir uns mit dem Englischen. This video is about ordinal numbers. Dieses Video handelt von den Ordnungszahlen. Im Deutschen werden auch bei den Ordnungszahlen alle möglichen grammatikalischen Personen unterschieden. Dies bedeutet, wir können sagen erstens, erste, erster, erstes und so weiter. Im Englischen werden keine grammatikalischen Personen unterschieden. Alles wird ausgedrückt mit dem Wort first. Und noch ein kleiner Unterschied fällt uns auf. Im Deutschen wird für die Ordnungszahlen eine Zahl verwendet und man setzt einen Punkt dahinter im englischen verwenden wir eine zahl und setzen angehobene kleine buchstaben dahinter And now i explain how to use the ordinal numbers nun erkläre ich dir wie man die ordnungszahlen im englischen benutzt hier are the ordinal numbers dies sind die ordnungszahlen First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Hierbei ist klar zu erkennen, dass die Zahlen erstens, zweitens und drittens andere Buchstaben haben als viertens bis zehntens. Bei jeder Ordnungszahl, die auf 1 endet, setzen wir hinter die Zahl die Buchstaben st für first. Bei jeder Ordnungszahl, die auf 2 endet, setzen wir hinter die Zahl nd als Endung von second. Und bei jeder Ordnungszahl, die auf 3 endet, setzen wir die Buchstaben rd für third hinter die Zahl. Dementsprechend haben alle anderen Ordnungszahlen ein nachgestelltes th, da sie alle auf th enden, wie zum Beispiel fourth, fifth und so weiter. Die einzigen Ordnungszahlen, die von dieser Regel ausgenommen sind, sind die Zahlen 11, 12 und 13, die zwar auf 1, 2 bzw. 3 enden, aber trotzdem ein nachgestelltes th haben. Bitte beachte, dass die Ordnungszahl fifth mit einem F in der Mitte geschrieben wird und nicht wie die Zahl 5 mit einem V. Ebenso kann es zu Rechtschreibfehlern kommen bei 8, das mit HTH -H endet. Sieht komisch aus, ist aber richtig. Auch die Ordnungszahl 9 hat ihre Tücken. Im Unterschied zur Zahl 9, wird hier das e weggelassen Hier are the ordinal numbers from 11 to 20 Und nun die Ordnungszahlen von 11 bis 20 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20th auch bei diesen zahlen gibt es ein paar dinge zu beachten die ordnungszahl 12 schreibt sich mit f wohingegen die Zahl 12 mit V geschrieben wird. Die Zahl 20 schreibt sich mit Y. 20 schreibt sich allerdings mit IE. Für die Ordnungszahlen von 21 bis 29 gelten dieselben Regeln wie für die einstelligen Zahlen. Somit haben die Zahlen 21, 22, 23 die unregelmäßigen Endungen und alle anderen die regelmäßige Endung auf th. Genauso wie bei 20 und 20 wird bei allen Zehnern aus dem y am Ende ein ie. Beispielsweise aus 30 wird 30th, aus 40 40th und so weiter. Bei 100 wird als Ordnungszahl ein th angehängt. So wird aus 100 100th. Let's sum it up. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Ordnungszahlen von 1 bis 3 sind unregelmäßig. First, Second, Third. Die beiden an die Zahl angehängten Buchstaben geben die Endung des Wortes wieder. Dies ist auch bei den folgenden Ordnungszahlen bis 19 der Fall. Allerdings sind sie alle regelmäßig, sodass lediglich ein th angehängt wird. Bei den Zehnerzahlen von 20 bis 90 wird das y am Ende des Wortes durch ein ie ersetzt. Alle anderen Ordnungszahlen oberhalb von 20 haben die Endungen der einstelligen Ordnungszahlen. Thank you for listening. See you soon. Yours, Numsi. Danke fürs Zuhören und bis bald. Dein Numsi.